Ja, moin Freunde, herzlich willkommen, es ist soweit. Willkommen zur Auslosung im Achtelfinale der FIFA Champions League 2020-2021 und in der Runde letzten 32 von der FIFA Europa League. Und ja, es ist ja so, ich weiß nicht genau, wann ich dieses Video hier online stellen werde. In echt sind die schon ausgelost, aber es ist ja so, dass ich jetzt ab den K.O.-Runden die Sachen synchron hochladen werde, wie die echte Champions League. Das heißt, ich blende euch jetzt hier einmal an die Termine ein, die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, wenn die echte Champions League spielt. Das ist ja irgendwie um den 18. Februar oder so herum, wo es weitergeht da in beiden Wettbewerben. Auf jeden Fall habe ich das beides jetzt irgendwie übersichtlich eingeblendet, hoffe ich zumindest, damit ihr die Termine im Kopf habt. Und es gibt eine kleine Änderung, bevor wir jetzt mit der Auslosung beginnen. Und zwar wird die Runde letzten 32 in der Europa League, das werden keine Konferenzen werden tatsächlich, sondern ebenfalls, wie schon die Gruppenphase, so Highlight-Videos. Und das hat ganz einfach den Grund, dass das für mich 300 mal zeitsparender ist, weil wenn ich jetzt, also ich blende hier eine Zeit ein, wo die Auslosung beginnt, für die das nicht interessiert, was ich jetzt zu sagen habe dazu als Begründung. Es ist nämlich so, bei der Runde letzten 32, das sind dann insgesamt mit Hin- und Rückspielen 32 Spiele, die ich aufnehmen müsste. Und wenn ich die für Konferenzen mache, halt 9 Minuten Halbzeit, das wären halt allein an Aufnahmezeit 16 Stunden. Und dazu kommt halt daraus, würden dann halt eben 4 Konferenzvideos resultieren, die auch alle so 30 bis 40 Minuten lang sind. Und ja, das ist halt ein größerer Aufwand, als wenn ich halt jetzt eben die Spiele für so Highlight-Videos aufnehme. Denn für Highlight-Videos kann ich die Halbzeitlänge nämlich runterschrauben, weil das bei 6 Minuten Halbzeit wäre eine Konferenz ziemlich chaotisch, sage ich nur mal so. Da mache ich nämlich 6 Minuten Halbzeit immer. Das heißt, die reine Aufnahmezeit von allen Spielen ist geringer. Und außerdem kommt noch dazu, dass ich da halt eben dann gut auf meinen Laptop ausweichen kann, weil euch ist es vielleicht schon, wenn ihr die Europa League verfolgt habt, aufgefallen. Da gibt es manchmal so kleine Ruckler drin, das liegt daran, dass mein Laptop das zwar eigentlich alles flüssig darstellen kann, aber aus irgendeinem Grund kommt da trotzdem Mini-Ruckler immer rein. Und das finde ich bei einer Konferenz sehr, sehr nervig, weil die ganze Zeit immer da ist und es dann immer mal so ruckelt, aber bei Highlight-Videos finde ich es nicht allzu schlimm, wenn ab und zu Ruckler drin sind. Und deswegen nehme ich halt, wenn ich Highlight-Videos aus den Spielen schneide, immer auf meinem Laptop auf. Und das hat eben auch den Vorteil, dass ich das dann nebenbei machen kann, weil ich habe dauernd etwas an meinem PC eigentlich zu tun und wenn ich dann 16 Stunden allein Spiele aufnehmen muss, ist das für mich halt einfach ein ziemlicher Einschnitt der Zeit und deswegen ist es halt für mich 20 Mal besser, wenn ich das nebenbei am Laptop machen kann und das heißt, während die Spiele aufnehmen, ich am PC nochmal weiterarbeiten kann. Das heißt, für mich ist das dann eigentlich gar kein Zeitaufwand mehr, die Spiele aufzunehmen für die Europa League. So, deswegen kommt halt auch die Runde der letzten 32 in der Europa League jetzt auch in diesem Highlight-Format raus und daraus resultieren dann am Ende ja auch nur 2 Videos, das heißt, ich muss auch dann am Ende daraus weniger machen. Also insgesamt für mich ein ganz, ganz großer Plus an Zeit, denn sonst könnte ich das ganz wahrscheinlich kaum noch umsetzen momentan. Und ja, das dazu und wir beginnen jetzt eben mit den Auslosungen, wie immer zuerst die Champions League und die es dann noch juckt, können dann für die Europa League natürlich noch dranbleiben. Und ja, in der Champions League haben wir 2 Töpfe, Topf A und Topf B, wo im Topf A eben die Gruppensieger sind und im Topf B die Gruppenzweiten. Das lese ich jetzt noch einmal ganz kurz vor. Ich gucke dahin, weil da mein PC-Bildschirm ist. Wir haben im Topf 1 oder Topf A, wie auch immer, Juventus Turin, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, den SSC Neapel, den FC Bayern München, den FC Barcelona, Real Madrid sowie Inter Mailand. Und in Topf 2 haben wir den FC Chelsea, Olympique Marseille, FC Porto, Manchester City, den FC Brügge, Manchester United, Olympiakos Piraeus sowie den FC Liverpool. Ja, das einmal jetzt hier zu den Gruppen und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange, wir fangen an. Ich ziehe immer ein Team aus Topf 1 und dann aus Topf 2 direkt danach, macht ja auch Sinn. Und ja, zu den Regeln, im Gegensatz zur echten Champions League, können hier eben auch Teams aus dem eigenen Land gegeneinander spielen. Wer allerdings nicht aufeinandertreffen kann, sind eben Teams, die schon in der Gruppenphase gegeneinander gespielt haben. Und sollte die unangenehme Situation auftreten, dass beim 8. Los, das ist mir schon ein paar Mal passiert bei Auslosungen, dass beim 8. Los nämlich eine Partie gelost wird, die eigentlich nicht sein kann, weil die schon in der Gruppe gegeneinander gespielt haben, dann ist es so, dass das halt mit dem Los davor irgendwie vertausche, bis es halt eben passt. Das habe ich schon letzten Male gemacht. Und ja, das jetzt dazu und Ladies and Gentlemen, ich lege jetzt los. Wie immer werde ich die Lose jetzt hier so hinhalten, dass ihr erkennen könnt, dass ich euch hier kein Mumpitz erzähle. Ich greife mir jetzt hier Topf 1 und wühle hier ein bisschen rum. Das wird das erste Spiel sein. Und wir haben Borussia Dortmund, der BVB, der konnte sich ja in der Gruppe mit PSG und Porto durchsetzen, war da sehr, sehr knapp am Ende. Aber für den BVB hat das dann ja gereicht. Und
Wir gehen mal weiter zu Topf 2, wobei ich glaube, ich tue mal die Töpfe hier so rüber manövrieren, dass ich mich nicht immer so aus dem Bild ducken muss, um so zu sagen. Genau, wir machen weiter mit Topf 2. Da sind ja auch einige starke Gegner drin, also sehr viele starke Gegner. Wer wird der Gegner für den BVB sein? Es wird spannend. Es ist Manchester City, die Citizens wurden Zweiter in der Gruppe mit dem SSC Neapel, Ajax Amsterdam und Dynamo Kiew, weil sie halt eben das erste Spiel in Neapel knapp verloren haben, obwohl sie besser waren. Und ja, weiter geht's. Begegnung Nummer 2. Da haben wir, es geht deutsch weiter, den FC Bayern München. Die Münchner wurden souverän Erster in der Gruppe mit Lazio rum, dem FC Brügge und Istanbul Başakşehir hier. Und ja, der FC Brügge ist rein theoretisch im anderen Topf, auf den können die Bayern schon mal nicht treffen. Ist eigentlich sogar auf dem Papier, würde ich sagen, der leichteste Gegner, der damit für die Münchner wegfällt, den Sieger von 2018. Und Dortmund ja der Sieger von 2017. Und wir haben hier, ja, den zweitleichtesten Gegner eigentlich, auf dem Papier zumindest. Olympiakos Piräus, die darf man aber nicht unterschätzen. Die haben im heimischen Stadion nämlich Tottenham sowie Atalanta mit jeweils 5 Toren nach Hause geschickt. Also Bayern sollte, wäre gut beraten, da Vorsicht walten zu lassen und nicht zu übermütig aufzutreten. Ja, haben allerdings am Ende gegen Real Madrid 1-3 verloren, was dann das erste richtige Top-Top-Top-Team wäre. Okay, Tottenham eigentlich auch, aber die haben sehr geschwächelt. Sind ja sogar ausgeschieden als amtierender Sieger. Und ja, Spiel Nummer 3. Da haben wir Atletico Madrid. Das Team von Diego Simeone wurde eben Erster in der Gruppe mit Marseille, Arsenal sowie dem FC Mütterland. Auch ganz knapp am Ende noch vor Marseille, aber sie wurden Erster und sie treffen auf die Red Devils Manchester United. Auch ein sehr spannendes Spiel. Man United wurde Zweiter in der Gruppe mit Barca, Leipzig sowie, boah, wer war das? Vierte Team im Bunde. Startrennen war es, glaube ich. So, ein Spiel noch und dann ist Halbzeit auch schon, was die Auslosung hier angeht. Spiel Nummer 4, da haben wir den SSC Neapel, Erster in der Gruppe mit City, Ajax und Dynamo Kiew geworden. Und der SSC Neapel trifft jetzt auf den FC Porto. Ich glaube, das gab es irgendwann schon mal in der Gruppenphase. Ja, Porto war lange Zeit Erster in der Gruppe mit Dortmund, PSG und Schachtja Donetsk, aber hat dann in der Rückrunde ein bisschen geschwächelt und ist auf den zweiten Platz zurückgefallen, war zwischenzeitlich sogar Dritter, war knapp mit PSG dann am Ende. Und ja, das ist die Halbzeit und jetzt geht's weiter mit Spiel Nummer 5. Spiel Nummer 5, wir haben hier die königlichen Real Madrid, die ja letztes Jahr nur in die Europa League gekommen sind nach der Gruppenphase. Das ist also schon mal eine klare Steigerung, die wir hier gesehen haben. Und Real Madrid trifft auf den FC Liverpool. Wenn das nicht mal eine absolute Top-Begegnung ist, darauf können wir uns, denke ich, alle freuen auf diese zwei Spiele. Da würde ich auch keinen Favoriten herauskristallisieren an der Stelle. Weiter geht's dann mit Spiel Nummer 6. Da haben wir dann Inter Mailand, die eben die Gruppe mit Liverpool, dem FC Sevilla sowie Lokomotive Moskau gewonnen haben. Und die treffen jetzt hier auf den, boah, komm her los, FC Brügge, also ein Duell zwischen Teams mit, ja, schwarz-blau gestreiften Trikots. Ja, Brügge darf man nicht unterschätzen, haben 2017 Man United im Achtelfinale tatsächlich rausgeschmissen nach Auswärtstorregel. Also da sollte Inter Mailand auch alles reinschmeißen, was sie haben. Und ja, warte, war das der richtige Topf, den ich hier, ne, wollte wieder aus Topf 2 ziehen, das ist ja nicht richtig in der Reihenfolge. Spiel Nummer 7, da haben wir Juventus Turin, die alte Dame, in der Gruppe mit Chelsea, Borussia Mönchengladbach sowie eben Red Bull Salzburg sind sie Erster geworden. Und die treffen auf Olympique Marseille. Ein anderes Team wäre auch, glaube ich, gar nicht mehr möglich gewesen, weil eben nur noch ihr Gruppen mit Team, mit Bewohner, what the fuck, also Chelsea da noch drin gewesen wäre. Das heißt, wir haben für das letzte Spiel jetzt hier nur noch übrig den FC Barcelona, Erster in der Gruppe mit Man United, Leipzig sowie eben Stadtrennen. Und die treffen, wie jetzt gerade eben schon von mir angeteased, auf den FC Chelsea. Das Los haut ab. Mann. Auf den FC Chelsea hier. Also spannende Spiele, die uns hier bevorstehen. Gerade zwischen den beiden gab es ja, glaube ich, auch mal, ich glaube, das war 2000 und
11, wenn mich nicht alles täuscht, ein sehr, sehr dubioses, echtes Halbfinale oder so in der Champions League, wo Barca dann, glaube ich, mit sehr viel Schiedsrichterglück gewonnen hat an der Stamford Bridge oder so. Irgendwas klingelt da auf jeden Fall bei mir, wenn ich daran zurückdenke. Aber ist auch egal. Ich glaube, in meinen Wettbewerben treffen wir jetzt zum ersten Mal aufeinander. Okay, damit lese ich noch einmal kurz alle Begegnungen des Achtelfinals dieses Jahr vor. Borussia Dortmund gegen Manchester City, der FC Bayern München gegen Olympiakos Piräus, Atletico Madrid gegen Manchester United, der SSC Neapel gegen den FC Porto, Real Madrid gegen den FC Liverpool, Inter Mailand gegen den FC Brügge, Juventus Turin gegen Olympique Marseille und der FC Barcelona gegen den FC Chelsea. Ja, das ist das Achtelfinale für die Champions League. Hier gibt es einen Cut und dann geht's weiter mit der Europa League. So, Freunde, willkommen jetzt auch zum Europa League-Teil dieser Auslosung. Hierzu sei, bevor ich jetzt nicht einmal die Mannschaften einmal auslose, gesagt, dass es hier eben auch Regeln gibt natürlich bei der Auslosung. Nämlich, wie schon bei der Champions League, können keine Teams, die schon in der Gruppenphase aufeinander getroffen sind, aufeinandertreffen. Da habe ich allerdings nicht mehr alle genau im Kopf tatsächlich, weil ich tatsächlich alle Europa League-Folgen schon Anfang Dezember fertig gemacht und hochgeladen hatte. Und wir haben jetzt hier gerade Mitte Januar, wo ich das hier aufnehme. Und deswegen kann es sein, dass ich hier im Nachhinein im Schnitt, falls ich so etwas nicht bemerke, das noch ändere tatsächlich. Und wer auch nicht aufeinander treffen kann, ist hier tatsächlich auch Teams aus dem eigenen Land. Und das hat auch ein bisschen den Grund, dass es kein Europa League, kein Europa League Modus gibt beim Anstoßmodus von FIFA, wie es bei der Champions League der Fall ist. Das heißt, die ganzen Grafiken und so gibt es nicht. Und da möchte ich halt wenigstens in der Runde verhindern, dass die Teams aus dem eigenen Land aufeinandertreffen, weil dann halt eben die automatisch die Grafiken von ihrer jeweiligen Liga bekommen. Und das finde ich halt tatsächlich überhaupt gar nicht mal so geil tatsächlich, wenn dann auf einmal so Bundesliga-Grafiken oder so sind, wenn zwei Bundesliga-Teams aufeinandertreffen. Ab dem Achtelfinale dürfen sie aufeinandertreffen. Ich hoffe mal, es passiert dann nicht. Und ab dem Achtelfinale werde ich tatsächlich auch, weil es ab dann Konferenzen gibt, werde ich auch da so oder so irgendwie, egal was für eine Grafik da ist, halt zumindest beim Spielstand halt eben so ein Europa League Ding daraus machen, wie schon in den letzten Jahren. Das werde ich jetzt bei der Runde letzten 32 eben aus Aufwandsgründen eben nicht tun. Und ja, das auf jeden Fall dazu. Und jetzt lese ich mal die Teams vor, die es denn hier bisher in die Runde der letzten 32 geschafft haben. Das sind nämlich einmal Leicester City, der FC Everton, Real Sociedad, Hoffenheim 1899 Hoffenheim, der Hamburger SV, der FC Schalke 04, Bayern 04 Leverkusen, Feyenoord Rotterdam, der AZ Alkmaar, Lech Posen, Paris Saint-Germain, der FC Villarreal, der FC Arsenal, RB Leipzig, Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam. Und ja, das war's. Da muss ich jetzt kurz einen Schnitt machen, ist auch egal warum. Wir machen direkt weiter mit Top 2, denn in Top 2 befinden sich Eintracht Frankfurt, Sporting Lissabon, Dundalk FC, AS Rom, Royal Antwerpen, der FC Valencia, der OSC Lille, Legia Warschau, Molde FK, der ZSKA Moskau, PSV Eindhoven, der FC Villarreal, der AC Mailand, Lazio Rom, Borussia Mönchengladbach sowie Atalanta Bergamo. Ja, was ich vergessen habe natürlich zu sagen, es sind natürlich auch Absteiger aus der Champions League dazugekommen und die besten vier Gruppendritten von den Punkten und Toren her sind in den Topf A gegangen und die schlechtesten vier Gruppendritten aus der Champions League sind in den Topf B oder 2, wie auch immer, gegangen. Ja, das an Informationen davor und ich würde sagen, wir legen direkt mal los jetzt hier mit der Auslosung. Und ja, beginnen da jetzt mal direkt mit Top 1. Habe ich hier den richtigen Topf überhaupt erwischt? Ich muss mal kurz nachgucken. Ja, den richtigen Topf erwischt. Sehr schön. Also, mal gucken, was wird die erste Begegnung hier sein. Und wir haben Ajax Amsterdam, Champions League Absteiger aus einer Gruppe mit Neapel und City. Und die Niederländer treffen aus dem Topf B oder Topf 2 oder wie auch immer man das hier machen, sagen will, auf Atalanta Bergamo. Also ein Team zweier Champions League Absteiger tatsächlich. Ein Duell zweier Champions League Absteiger. Hat gerade ein Team gesagt? Ach, ich weiß es nicht. Übrigens auch recht witzig, wie mein Fernseher so richtig weiß aussieht, aber es ist so voll gelb, das Europa League Logo und so. Ja gut, sieht eher wie dezent schwarz-weiß aus, so. Wenn da so ein Filter drauf wäre. Naja, Spiel Nummer 2 in der Euroleague. Da haben wir. Wieder Niederländer, der AZ Alkmaar, Gruppensieger einer Gruppe mit Valencia und Nisa, glaube ich. Und noch eher einem anderen Team, Rapid Wien, genau. Waren da überraschend dominant tatsächlich. Und die treffen auf den ZSKA Moskau, Gruppenzweiter einer Gruppe mit Hoffenheim sowie den Glasgow Rangers und Sivasspor müsste es gewesen sein, die da noch drin waren in der Gruppe. Da sehe ich auch keinen Favoriten tatsächlich. Also in beiden Spielen bisher nicht. Sind beide eigentlich auf Augenhöhe jeweils. Dann haben wir die Roten Bullen, RB Leipzig, die
ja auch aus der Champions League abgestiegen sind in der Gruppe mit Barca und Man United. Und Rasenballsport Leipzig, jeder weiß, dass das eigentlich für Red Bull steht, RB, trifft auf, das funktioniert nicht, es ist Borussia Mönchengladbach, das wäre ein deutsches Duell gewesen, das geht nicht, wie schon gesagt. Aber RB trifft dafür auf. Verdammt, ich hatte gehofft, der HSV zieht dieses los. Dundalk FC, das schwächste Team, was man überhaupt ziehen kann, die sich überraschend durchgesetzt haben gegen Montpellier und Sparta Prag in der Gruppe. Ah Mann, ey. Schade, das ärgert mich, weil ich hatte echt gehofft, dass der HSV dieses loszieht, um eine Chance zu haben, überhaupt in die nächste Runde zu kommen. Ja, ja, mal gucken. Locker, der HSV zieht dann so PSG oder so, bei meinem Glück. Okay. Dann haben wir im vierten Spiel Benfica Lissabon, die waren eben in der Gruppe mit Dundalk, sind damit, die haben jedes Spiel gewonnen, sind Erster geworden, hatten keine Probleme in der Gruppe, die sind jetzt erstmal runtergefallen, kommen wieder zurück los, seht ihr jetzt nicht, so. Dann, gegen wen werden die Portugiesen antreten? Jetzt dürfen sie Borussia Mönchengladbach die Elf vom Niederrhein, ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, würde ich sagen, da würde ich jetzt auch keinen Favoriten in irgendeiner Hinsicht sehen, mal gucken, wer da gewinnen wird. Ja, Freunde, wie soll ich sagen, ich habe an der Stelle dann doch ziemlich verkackt, denn es ist so gewesen, ich habe das natürlich weiter ausgelost und das war auch normal aufgenommen, also alles war gut. Und dann kam es eben zu meinem Spieltagstalk-Video, ich mache mal solche Spieltag-Talks von HSV-Spielen, eben zum Spiel, wo sie 5-0 gewonnen haben, gegen Osnabrück. Und da war meine Speicherkarte voll und ich habe einfach mal random zwei Dateien gelöscht, so von einer alten Aufnahme, weil ich halt eben Speicherplatz brauchte, um diesen Spieltagstalk überhaupt aufzunehmen. Und dann habe ich halt tatsächlich die letzten beiden Dateien von dieser Auslosung hier gelöscht, einfach weil ich die schon irgendwie vor ein, zwei Wochen oder so aufgenommen habe und das in meinem Kopf schon so voll abgehakt war, das Thema. Aber es halt eben noch nicht geschnitten hatte, deswegen sind quasi diese beiden, die letzten 10 Minuten dieser Auslosung quasi mit den restlichen 12 Spielen verloren gegangen, was das angeht. Aber ich habe mir das natürlich alles aufgeschrieben und ja, ich hätte jetzt alles noch einmal neu ziehen können, so natürlich. Aber ganz einfach, ich habe schon alle Spiele der Runde letzten 32 so in FIFA simuliert und aufgenommen, das ist schon fertig, deswegen, das war halt durch, das will ich jetzt halt nicht nochmal machen und deswegen machen wir es jetzt so, dass ich jetzt einfach die Partien jetzt vorlese, mit ein bisschen Abstand zueinander, um es ein bisschen spannender zu machen. Also als nächstes gezogen hätte ich dann PSG, die aus der Champions League abgestiegen sind und die wären dann oder treffen dann auf den PSV Eindhoven. Das nächste Duell wäre dann der FC Villarreal, der auf Royal Antwerpen trifft. Dann hatten wir den FC Arsenal, ein Champions League Absteiger. Und da gibt es jetzt ein wirkliches Spitzenspiel, was wir auch schon hatten in der Europa League. Denn die treffen auf den AC Mailand. Also ja, ein wirkliches Duell zweier Teams, die ja zwei ehemaliger europäischer Schwergewichte, denke ich, kann man sagen. Das trifft auf den AC Mailand noch ein bisschen mehr zu als auf Arsenal. Da Arsenal ja das maximal ins Champions League Finale geschafft hat. Denn der AC Mailand ja auch gerne mal gewonnen hat. Ja, dann nächstes Duell. Da traf dann Lech Posen auf den USC Lille. Und im Spiel danach Feyenoord Rotterdam auf Molde FK. Dann wurde es wieder deutsch, denn 1899 Hoffenheim empfängt oder bekommt es mit Legia Warschau zu tun. Die Foxes von Leicester City spielen gegen den AS Rom. Der FC Schalke 04 spielt gegen den FC Valencia. Der Hamburger Sportverein bekommt es mit einem Champions League Absteiger zu tun, nämlich mit dem FC Sevilla. Ja, ein sehr hartes Los, habe ich mich sehr drüber geärgert. Bayern 04 Leverkusen bekommt es ebenfalls mit einem Champions League Absteiger zu tun, nämlich mit Lazio Rom. Der FC Everton empfängt Eintracht Frankfurt. Was heißt empfängt? Es gibt ja Hin- und Rückspiel. Und das letzte Spiel ist dann Real Sociedad San Sebastian gegen Sporting Lissabon. Ja, also das sind alle Spiele, die so gezogen wurden. Und jetzt noch einmal in der Übersicht. Ajax Amsterdam gegen Atalanta Bergamo, AZ Alkmaar gegen ZSKA Moskau, RB Leipzig gegen Dundalk, Benfica Lissabon gegen Borussia Mönchengladbach, Paris Saint-Germain gegen den PSV Eindhoven, der FC Villarreal gegen Royal Antwerpen, der FC Arsenal gegen den RC Mailand, Lech Posen gegen den OSC Lille, Feyenoord Rotterdam gegen Molde FK, 1899 Hoffenheim gegen Legia Warschau, Leicester City gegen den AS Rom, Schalke 04 gegen den FC Valencia, der Hamburger SV gegen den FC Sevilla,
Bayer Leverkusen gegen Lazio Rom, der FC Everton gegen Eintracht Frankfurt sowie Real Sociedad gegen Sporting Lissabon. Und ja, Freunde, das muss jetzt halt auf diese Weise hier zu Ende gebracht werden. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür und wir sehen uns dann im Februar auf jeden Fall bei den jeweiligen Spielen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, trotz diesem ziemlichen Fail von mir, weil ich dumm war. Und wir sehen uns dann ein andermal wieder. Und bis dahin sage ich ciao.